Hallo Freunde, mir wurde von Fetzibo ein höhenverstellbarer Schreibtisch zur Verfügung gestellt und den bauen wir jetzt aber für einen Freund von mir. Und der hat mir super tolles Material gegeben. Und zwar handelt es sich hierbei um dieses tolle Zeug. Das ist ein schönes Holz, ich glaube das ist Buche, glaube ich, ich weiß nicht. Aber es ist ziemlich kurz. Das heißt, wir werden jetzt aus diesen kurzen Stückchen eine wunderschöne Leimholztischplatte zaubern. Wie das geht, weiß ich nicht, aber wir schaffen es. Zum Glück habe ich vor nicht allzu langer Zeit diesen beweglichen Werkbanktisch gebaut. Video gibt es online. Jetzt kann ich mir das Material zu meinem Hobel schaffen und kann das ordentlich verhobeln. Natürlich, falls ihr keinen Hobel habt, könnt ihr auch eine fertige Leimholzplatte kaufen. Aber das wäre ein ziemlich langweiliges Projekt, wenn ich einfach eine fertige Leimholzplatte kaufe und die... Oh. Ah, Kurbel. Und die fertige Leimholzplatte dann einfach auf einen Tisch draufschraube. Deswegen dachte ich mir, ich baue das selbst. So kostet es auch nicht viel, weil das Material, das hatten wir sowieso. Jetzt ist quasi der erste große Arbeitsschritt, Holz abrichten, zurechthobeln. Ja, los geht's. So, dieses Video wird unterstützt von Fetzibo, den höhenverstellbaren Tisch hier mega schnell zusammengebaut. Ich habe den hier jetzt auf einer höheren Position. Wir können hier 4 verschiedene Positionen einspeichern, zum Beispiel ganz tief, ganz hoch, Sitzhöhe, Stehhöhe. Wir können den auch manuell verfahren. Der hat dreifach Verfahrachsen oder wie das heißt. Das Gute ist, den gibt es auch hier auf Rollen. Ich habe den jetzt auf Rollen gebaut, dann kann man ihn auch verfahren. Dann ist er in alle Dimensionen verfahrbar. Und ich zeige Ihnen auch später nochmal genauer, wenn die Platte drauf ist. Und jetzt geht es auch schon weiter mit der Platte. Inzwischen habe ich mir die Bretter hier so ausgelegt. Das wird meine Platte. Die soll ungefähr 60 x 1,30 m werden. Jetzt markiere ich mir da hier auf der Oberfläche einmal geradeaus durch. Da habe ich mir jetzt einfach ein gerades Stückchen Hölzchen angelegt. Auf der oberen Seite mache ich das gleiche und dann mittig nochmal. Also da geht es jetzt darum, wir werden jetzt die Platten mit der Dominofräse zusammen dominosisieren. Wenn ihr keine Domino habt, könnt ihr das natürlich auch mit Dübel machen oder mit Flachdübel. Rein theoretisch könnte man sie auch verleimen ohne alles. Sollte auch gehen. So, ich habe mir jetzt hier einfach ein Brett hingelegt. Aua! Au! Aua! Spreißel! Au! Shit! Aua! 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 Ich habe mir jetzt hier einfach ein Brett hingespannt mit 2 Schraubzwingen. Das ist jetzt eine Vorrichtung, an die ich meine anderen Bretter hier so anlegen kann. Und dann kann ich jetzt hier einfach dominorisieren, indem ich auf die Markierung gehe, die ich mir ja vorhin markiert habe. Und dann einfach Gas geben. Ich habe die Domino schon richtig eingestellt. Und jetzt kann ich hier durchdominorisieren. Und nochmal, das muss man nicht mit der Domino machen. Da gibt es auch zig andere Möglichkeiten. Aber mit der geht es halt einfach super schnell. Das ist halt ein Riesenvorteil und ist dann auch mega stabil. Ja, und da dominorisiere ich jetzt alle meine Brettchen durch. So, jetzt muss ich gucken, dass die hoffentlich auch alle ineinander passen. Ich habe es nämlich nicht getestet, ehrlich gesagt. War vielleicht semi-schlau. Jetzt muss ich gucken, jetzt muss ich die verleimen, aber ich glaube, meine Leimzwingen sind nicht lang genug. Nein, natürlich nicht. Ah, Mist. Aber da funktioniert die Methode gut mit den Spanngurten hier. Jetzt habe ich nur ein Problem, das schneidet hinten saumäßig ein.
da sollte man auch was dazwischen legen. So. Okay, und jetzt wölbt sich die Platte so ein bisschen auf, das heißt, wir müssen die auch noch gerade spannen. Schneller! Oh Gott. So, hier komme ich nicht mit der Zwinge ran, ich möchte aber gerne noch eine ranmachen. Da gehe ich jetzt einfach, schneide ein Stückchen weg, weil das wird später eh abgeschnitten. Einfach, dass ich hier hinkomme, ja, seht ihr. Weil der Überstand wird später eh geschnitten, das ist egal. Das jetzt über Nacht, den Leim abbinden lassen und morgen wird weiter. Puh, Ende. Inzwischen hat der Leim abgebunden, deswegen können wir mal flott entzwingen. Gut, los geht's. Irgendwas habe ich noch vergessen. Ah ja, Schutzkleidung. Jetzt geht's los. Gut, die Platte ist soweit verschliffen und jetzt bin ich ganz froh, dass ich hier den höhenverstellbaren Tisch habe. Jetzt kann ich mir den hier genau hochlassen und die Platte hier rüberziehen, ohne dass ich hier jetzt groß rumhantieren muss. Und jetzt bin ich eben am Überlegen, ob ich unten an die Platte zur Verstärkung noch so ein Brett hin mache und dass ich schöner reinsehen kann, lassen wir den Tisch noch ein bisschen weiter hoch. Mega praktisch ist das. Und jetzt kann ich hier unten schön gucken und messen und schauen.
jetzt gehen da die Kabel an. Nein, irgendwas ist immer. Naja, nicht so schlimm. Ich mache die Leiste raus, spare mir da ein Stückchen aus für die Kabel und dann wird's wieder zusammengeschraubt. Der höhenverstellbare Schreibtisch ist jetzt fertig. Ich hoffe, er gefällt mein Spätzle genauso gut wie mir. Also ich finde es mega, für das, dass es nur Restmaterial war. Und wenn ihr auch so einen coolen Schreibtisch haben wollt, den gibt es auch in L-Form, dann schaut in den Link in meiner Videobeschreibung. Und jetzt würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Servus, macht's das gut. Oh, ich hänge fest. Oh, mein Arm. Ah.